Hallo Freunde der Einhandmesser. Ich möchte euch heute mal meinen persönlichen Favorit von den drei Messern zeigen, die ich mir dort oben bei Rügen erworben habe. So, kommen wir erstmal zum Design. Wir haben hier auf dem Griff, also auf dem Holzgriff, einen eingestanzten Totenkopf mit Hörnern, der Feuer speit. Ich finde das Design ziemlich geil, deswegen habe ich mir das Messer auch besorgt. So. Dann haben wir hier zwei kleine Schrauben, die das ganze Teil zusammenhalten und eine Achsenschraube, die dafür sorgt, dass die Klinge nicht rausfällt. Ja. Machen wir es mal ganz kurz auf. Wir haben einen Flipper, womit das Ganze aufgeht. Okay. Und wir haben einen Daumenpin. Also man kann es auf zwei verschiedene Arten auf und zu machen. Okay, wir haben ein, weiß ich, wir haben hier ein Liner-Lock-System, wie ich finde, sehr schön. Das ist so abgerundet, so dass man nicht so die ganze Zeit diese Hacken drinne hat, wie bei den anderen. Dann verspüren wir hier einen Widerstand, wenn wir versuchen, die Klinge reinzudrücken. Das heißt, also es ist federunterstützt, deswegen kann es auch so aufspringen. Ohne viel Mühe. Hier nur ganz leicht und da ist es auch schon draußen. Ja. So, gucken wir mal, ob das, was für Funktionen wir noch so haben. Also wir haben eine Klinge, die, wie sie aussieht, anodisiert ist oder anders bearbeitet wurde. Nicht sehr unüblich für solche Messer. Dann haben wir hier noch einen kleinen Kapselheber bzw. Dosenöffner oder Flaschenöffner. Ja, der wahrscheinlich auch schon ein bisschen Farbe verloren hat in den letzten Tagen. Oder? Nee, okay, dann war es gerade nur das Licht, was ein bisschen komisch war. Hier hinten haben wir dann eine große Öse. Naja, man könnte eine Kette drum machen, einen Seil, alles. Also, es ist irgendwie sowas, was man sich so irgendwo hinhängen kann. Ja. Dann haben wir hier auf der anderen Seite keine Holzschale, sondern Plastik. Okay, also ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so schön. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, der, naja, mir nicht so gefällt. Hier hätte man ruhig Holz machen können, aber naja. Okay. Gut, also wir haben wenigstens auf der einen Seite einen Holzgriff mit einem spannenden Totenkopf. Ja, hier haben wir hier so kleine Quadrate drauf, so Würfelmuster mit der Zahl 4. Also wenn es Würfel sein sollen, dann haben wir hier wieder einen Pocket Clip, der ordentlich gespannt ist, also nicht zu straff und auch nicht zu locker. Also genau perfekt, dass man sich ihn auch an die Hose oder woanders hin heften kann. Also das Messer. Ja. Und es klingt auch ziemlich irre. So. Ja. Gut, okay. Ich laber schon wieder zu viel, wie ich merke. So, dann kommen wir mal kurz zu den Maßen. Wir haben ein Gewicht von 144 Gramm. Also Mittelklasse. Dann haben wir eine Klingenlänge von 8,5 Zentimetern, also man darf es nicht mitführen, man darf es nur besitzen. Dann haben wir im offenen Zustand eine Länge von 21,5 Zentimetern und im geschlossenen Zustand haben wir eine Länge von 12,8 Zentimetern. Ja, und es ist hier ausbalanciert, also gewöhnlich für alle Messer. Ich glaube, ich habe noch keinen Schnitttest gemacht. Okay, dann muss ich das doch noch mal nachholen. Das habe ich jetzt vergessen. Dann machen wir das noch mal schnell und bin mal gespannt. Mit dem habe ich noch nicht gearbeitet. Und es schneidet mehr oder weniger gut. Probieren wir es noch mal. Also irgendwie reißt es die ganze Zeit nur ein. Vielleicht liegt es auch am Papier. Oder ich habe falsch angesetzt, das kann auch sein. Probieren wir mal aus dem Stand hier raus. Okay, dann habe ich wahrscheinlich falsch angesetzt. Weil scharf ist es. Wie man jetzt offenbar erkennen kann.
Ja, es ist scharf. Gut, dann wäre das auch schon geklärt. Es ist scharf. Da bin ich ja zufrieden. Dann ist es ja gut. So sieht das Blatt jetzt aus. Okay, und das wäre es dann auch schon mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich dann wieder irgendwas vorstellen werde, sei es ein Butterfly Trainer oder ein Messer wie dieses hier. Naja, bis dahin, ciao.